Hier ist ein Patient zu uns gekommen, der über einige Jahre Zähne verloren hat. Im Laufe der Jahre ist aufgrund der normalen und natürlichen Kieferkammatrophie der Kieferkamm geschrumpft. Und was wir vorhaben, um die Implantate auch an die richtige Position setzen zu können, ist, dass wir den Kieferkamm aufbauen. Um das zu erreichen, werden wir die Schleimhaut anheben und unter diese Schleimhaut eine spezielle relativ feste Membran fixieren mit Hilfe von Schrauben und dann anschließend ein Knochenersatzmaterial unter diese Membran bringen und dann einen speicheldichten Verschluss der Naht durchführen. Auf geht's! So, dann beginnen wir jetzt hier mit der Schnittführung. Haben wir uns den Kieferkamm sehr schön dargestellt. Da sieht man, wie stark der atrophiert ist, ja. Viel zu schmal, um da überhaupt an den Implantat denken zu können. So, dann stellen wir uns jetzt eine Schablone her. Jetzt kommt noch ein Ersatzmaterial. Verwenden, das wir sehr bevorzugen, mit dem wir die schönsten Ergebnisse aus den, möchte ich sagen, letzten 25 Jahren Erfahrung sammeln können.